Hallo und herzlich willkommen zu einem Video, in dem ich euch heute erkläre an einer Canon-Kamera, wie wir die EXIF-Daten ändern können, sodass wir unseren Namen dort hinzufügen können und eine Bemerkung. Dazu schalten wir die Kamera natürlich erst einmal ein, also ganz normal hier an diesem Knopf ein, aus und dann gehen wir auf Menü. Der Button könnte auch hier wo irgendwo sein, aber wir haben den hier, gehen auf Menü und gehen dann, mal kurz scharf stellen. So, und gehen dann hier in dem vorletzten Bereich. Auf jeden Fall müsste hier irgendetwas stehen mit Copyright-Information. Dort klicken wir dann drauf mit Z und können dann den Namen des Autors eingeben. Name des Autors. Und nun können wir, indem wir hier auf dieses Q gehen, switchen zu dieser kleinen Übersicht hier, wo wir A, B, C, D, E, F, G, also die ganzen Buchstaben und Zahlen zur Verfügung haben, sowie ein paar Sonderzeichen. Und dort können wir dann unseren Namen eingeben. Oder eben, Namen, Künstlernamen, je nachdem. Ich gebe hier einfach mal Max ein. Wir haben hier Groß- und Kleinbuchstaben auch zur Verfügung, also großes M, kleines A und ein kleines X. Den vollen Namen schreibe ich jetzt nicht, weil das würde etwas lange dauern. Und um das Ganze zu bestätigen, drücken wir einfach wieder auf Menü. Nun können wir noch Copyright Details eingeben, also ein klein paar Informationen noch. Wieder auf Q klicken und dann, einfach mal irgendwas eingeben. Also wir können hier auf jeden Fall natürlich irgendwas Intelligenteres eingeben. Aber wenn wir jetzt ein Wort haben und noch ein Wort haben wollen, gehen wir hier auf ganz oben links auf dieses Leerzeichen, drücken wieder auf Set. Dann kommt so ein kleiner Kasten, der dann aber hinterher durch ein Leerzeichen ersetzt wird. Dann können wir wieder ein Wort hier hinschreiben, wieder ein Leerzeichen. Wir können auch eine E-Mail-Adresse hinschreiben, also es gibt hier auch Add-Zeichen und so weiter und so fort. Und wenn wir damit zufrieden sind, klicken wir auf Menü, um das Ganze zu speichern und können uns dann oben die Copyright-Informationen anzeigen lassen. Vielen Dank fürs Zusehen und viel Spaß beim Nachmachen.